Ja, wie viele Landwirte gibt es überhaupt noch in Deutschland und was leisten die eigentlich so? Das ist eine Frage, die mir auch ganz oft gestellt wird und Auskunft darüber gibt immer aktuell der Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes, der wird jährlich herausgegeben. Das ist eine ganz tolle, eine ganz spannende Übersicht für alle, die sich dafür interessieren, welche Daten, Zahlen, Fakten eigentlich so hinter der Produktion von Landwirtschaft stehen, und der gibt auch spannende Erkenntnisse her. Zum Beispiel auch einfach diese Zahlen, diese Hard Facts, dass wir im Moment noch, das war im Jahr 2019, 266.600 landwirtschaftliche Erwerbstätige hatten. Das ist ein Anteil an allen Erwerbstätigen von nur noch 1,3% der Bevölkerung. Das ist ein wahnsinnig geringer Wert, und im gleichen Maße ist natürlich die Anzahl der Menschen, die ein Landwirt versorgt, mit Lebensmitteln gestiegen. Da sind wir heute bei der Zahl 134. Ein Landwirt ernährt 134 Menschen im Durchschnitt. Das war noch vor einigen Jahren, 1949. Der ein oder andere wird es vielleicht noch wissen und wird vielleicht auch dort schon geboren sein. Der ein oder andere Opa oder Uropa auf dem Hof kann davon noch erzählen, hat ein Landwirt im Schnitt nur 10 Menschen ernährt, also mehr oder weniger nicht viel mehr wie die eigene Familie. Und wie ist das alles entstanden? Das ist natürlich auch zum Teil leicht zu erklären. Die Industrialisierung hat dazu geführt, dass viel mehr Menschen als Arbeitskräfte auch außerhalb der Landwirtschaft gebraucht wurden, und damit die auch aus der Landwirtschaft freigesetzt werden konnten, gab es eine quasi industrielle Revolution auch in der Landwirtschaft. Nur das Pferd wurde durch den Traktor ersetzt und die Traktoren wurden größer, die Maschinen, die Anbaugeräte wurden spezieller. Es wurde immer einfacher für Landwirte, ihre Felder zu bestellen, und die Kinder konnten dann auch Arbeit finden außerhalb der Landwirtschaft und wurden nicht mehr als Arbeitskräfte auf dem Hof gebraucht, auf jeden Fall nicht mehr rund um die Uhr. Und das hat die industrielle Revolution natürlich befördert. In den frühen Jahren unserer Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg war das dann auch ein Teil des Wirtschaftsaufschwungs, was das ermöglicht hat, dass auch die Landwirtschaft ihren Beitrag dazu leisten konnte. Und heute stehen wir vor einer neuen Revolution, die digitale Revolution. Die verändert auch nochmal Produktionsprozesse, optimiert Produktionsprozesse. Und das, was Landwirtschaft oft vorgeworfen wird, dass sie so gewachsen sind, so produktiv sind, das ist in Wahrheit der größte Gewinn, den Landwirtschaft leisten konnte. Nämlich, dass wir heute, obwohl so wenige Menschen nur noch direkt in der Landwirtschaft arbeiten, direkt die Höfe bewirtschaften, so eine hohe Effizienz auch haben, damit alle Leute in Deutschland auch gesunde und hochwertige Nahrungsmittel aus Deutschland zur Verfügung haben, zumindest mal von all den Produkten, die bei uns wachsen. Mit Bananen und Papayas geht es nach wie vor nicht, da ist das Klima einfach der begrenzende Faktor. Dazu ein anderes Mal mehr, aber dass die Landwirte heute, dass ein Landwirt heute im Schnitt 134 Menschen ernährt, das ist die wahre Leistung der Landwirtschaft. Und vielleicht, also sagte Bauer Willi einmal sehr treffend, ist die Landwirtschaft ja auch zum Teil das Opfer ihres eigenen Erfolges geworden in der öffentlichen, in der medialen Debatte. Denkt mal drüber nach, postet mir eure Gedanken dazu. Ich bin gespannt.